herzlich willkommen zu unseren Heimatgeschichten. Diese Woche aus der Gemeinde Dietramszell. Die Gemeinde ist nach wie vor stark von der Landwirtschaft geprägt und liegt zwischen München und Bad Tölz. Heute leben hier um die 5.800 Menschen. Wir waren auf einem Falkenhof und dabei beim Flugtraining der Greifvögel. Außerdem haben wir gelernt, wie man ein Dirndl näht und waren beim Karate. Und heute sind wir zu Besuch in der Schreinerei von Familie Grubert. Harry, warum habt ihr euch eigentlich entschieden, hier in Dietramszell Vogelhäuser zu bauen? Ja, die Geschichte ist relativ einfach. Der Vater ist ja Schreiner, seitdem er 14 oder 15 ist. Mhm. Und jetzt ist er, wie ist er jetzt eigentlich? 76, 75? 76 ist er jetzt schon. Krass eigentlich, gell? Mhm. 61 Jahre, kann das sein? Ja, 61 Jahre Schreiner, wenn ich richtig rechne. Ja. Ja, 61 Jahre Schreiner. Und er früher Möbelschreiner, hat alles Mögliche gebaut, also Innenausbau, Möbel, alles, was dazugehört. Mhm. Und ja, irgendwann einmal hat er neue Hüfte bekommen, weil die irgendwann mal kaputt war. War ungefähr vor 20 Jahren. Und ja, aufgrund dessen konnte er nicht mehr so schwer heben. Mhm. Und dann hat er sich verkleinert, keine Mitarbeiter mehr, wollte nur alleine arbeiten. Mhm. Und dann ja, hat er angefangen irgendwie mit den Vogelhäusern. Irgendwie ist er auf die Idee gekommen und gesagt, okay, jetzt baue ich einfach mal Vogelhäuser. Und man kann ja bei euch auch sich eine Anleitung bestellen und den ganzen Satz und dann das Vogelhaus selber bauen. Magst du mir da ein bisschen mehr drüber erzählen? Ah ja, also nachdem sie ja, ich hole ganz gerne ein bisschen aus, aber muss man erwähnen. Also der Vater hat die Vogelhäuser gebaut, immer fertig, hat die auf die Straße ausgestellt, dann kam das erste Auto vorbei. Hey, das ist ja toll, schön, will ich haben. Okay. Zack, eingeladen, Vogelhaus weg. Okay, Vater das nächste gebaut. Ja. Und dann kam das immer wieder und immer wieder. Und dann habe ich mir das so angeschaut und habe gedacht, hey, das ist eigentlich ganz cool, ist ja schön. Mhm. Und ja, wie wäre es eigentlich, nachdem dann die Anfrage immer ein bisschen mehr gestiegen ist, wenn die Leute auch ein Vogelhaus selber bauen können? Weil immer wieder welche gefragt haben, hey, wie macht ihr das, wie geht das, kannst du mir das mal zeigen und so. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir das einfach mal. Und meine Frau wollte auch ein Vogelhaus, dann habe ich zum Vater gesagt, baust du eins? Dann hat er gesagt, du kannst ja warten. Dann habe ich gesagt, ja warten, das geht ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja okay, muss man was tun. Ja. Dann habe ich gesagt, Vater, du zeigst mir jetzt, wie ich das selber baue. Mhm. Schritt für Schritt. Mhm. Und ich stelle Kameras auf und filme das und dann dokumentiere ich das. Und dann mache ich eine Anleitung draus. Okay. Und so ist die erste Anleitung entstanden. Ich habe es selber gebaut, habe mir einen ordentlichen Anschluss immer abgeholt vom Vater, wie das geht. So nicht. Und dann war die erste Anleitung entstanden. Ich habe das in einem Videoformat gepackt. Also es sind 85 Videos, 50 Seiten PDF und habe eine Webseite gebaut. Und da habe ich das dann alles eingepflegt. Und seitdem gibt es einen Videokurs mit PDF-Anleitung. Für die wirklich eine Werkstatt haben oder ein bisschen Maschinen haben, die handwerklich sehr begabt sind, für die ist die Anleitung perfekt, weil die können wirklich Schritt für Schritt alles nacharbeiten. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, es gibt mehr oder weniger drei Menschengruppen, wahrscheinlich gibt es mehr Menschengruppen, aber drei in dem Fall. Einmal die selber bauen, einmal die bei uns kaufen, fertig, beim Chef, beim Senior. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wie ist es eigentlich so für Menschen, die auch gern bauen wollen, aber jetzt keine Werkstatt oder keine Garage oder irgendwie keinen Schupfen haben, aber das daheim im Wohnzimmertisch bauen wollen würden, so IKEA-mäßig. Und dann habe ich mir gedacht, es muss ein Bausatz her. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Bausatz ist eigentlich genau das, was dazwischen gehört. Mhm. Und was ist dann da alles drin in dem Baukasten? Da hat jedes Teil seinen Platz. Da ist eigentlich schon alles vorbereitet, also Fenster zum Beispiel. Ja, süß. Da gibt es dann zum Beispiel so eine Kreuzsprosse. Da muss man ja auch nicht aufpassen auf die Finger oder so. Ja. Das ist alles fein. Dann steckt man das zusammen, verleimt es, verschraubt es. Und da wird dann alles mitgeliefert, auch der Leim oder das muss man selber. Da ist alles dabei. Nee, ach, Leim, super. Schrauben, da ist wirklich alles drin, also ein fix und fertig Bausatz, sage ich jetzt mal. So. Und wie lange würde das dann dauern, bis man damit fertig ist mit dem Haus? Also, wenn man es vorher noch nie gemacht hat, braucht man ungefähr 20 Stunden, sage ich jetzt mal. Wenn man von null aufbaut, wenn man jetzt alles sägen, schneiden, bohren, sonst was machen wird, um die 40 Stunden. Okay. Also man spart sich ungefähr die Hälfte und man hat das gute Gefühl, selbst was gemacht zu haben. Der Vater und ich, wir sind echt, was sowas angeht, wirklich horklig, weil ich hasse das, wenn es irgendwie scheiße ausschaut. Und der Vater genauso. Ja. Und da legen wir einfach Wert drauf. Nur dazu ist feinstes Lärchenholz. Das ist auch nochmal
was denn den Unterschied macht. Ja. Wenn das jetzt eine Fichte ist, dann ist das Teil nach 3, 4, 5 Jahren kaputt, ja, und die Lärche hebt halt einfach mal doppelt so lang. Es ist so eine Kleinigkeit. Mhm. Die Summe aus allen, wo im Baumarkt kriegt man Kreuzsprossenfenster im Vogelhaus? Also ich meine, allein das zeigt schon, ja, könnte es noch ewig drüber reden, aber was macht es besonders? Ja. Genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal rüber zu deinem Vater und schauen uns nochmal an, wie man so ein Vogelhaus baut, aber vorher eine ganz kurze Pause. Diese Woche sind wir in unseren Heimatgeschichten in der Gemeinde Dietramszell unterwegs. Und heute besuchen wir die Familie Grubert in ihrer Schreinerei. Hermann Grubert konnte nach seiner Hüft-OP im Jahr 2001 viele Dinge in seiner Schreinerei nicht mehr ausführen und hat sich auf kleinere Arbeiten umgestellt. Erst hat er Krippen- und Puppenmöbel gebaut, dann eine Anfrage für ein Vogelhaus bekommen. Die ersten Exemplare hat er direkt vor der Schreinerei aufgestellt. Die Nachfrage war ab diesem Zeitpunkt groß. Seitdem hat sich der Schreinermeister auf Vogelhäuser spezialisiert. Wie baut man denn eigentlich so ein Vogelhaus? Ja, ganz einfach, wie man's macht. Magst du uns das ein bisschen erklären? Ja, das soll ich dir erklären. Erst einmal brauchst du Fantasie, wie du das machst. Und ich bin dann durchgegangen, dort geschaffen und habe die Bauernhäuser ein bisschen hochgeschaut. Aber ich weiß ja, ich weiß auch schon, wie ein Bauernhaus ausschaut. Aber dann den Stil ein bisschen von einem Bauernhaus und Balkon und die Dachschrägen. Und dann habe ich einfach einmal so angefangen. Und es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Vogelhäuser. Das wäre jetzt so eine Vogelvilla oder wäre die noch größer? Nein, Vogelvilla ist ja nur mehr so groß. Okay. Und was ist das für eins? Die ist Tegernsee. Okay. Die Tegernsee. Mhm. Was ist das dann für ein Holz? Lärche, weil das länger lebt, das Haus. Mhm. Und was muss man denn beachten, um so ein Vogelhaus zu bauen? Erst einmal die Holzauswahl. Mhm. Ich achte halt darauf, dass möglichst keine Äste sind und möglichst stehende Jahre. Mhm. Stehende Jahre heißt, sonst sind stehende Jahre. Mhm. Sagen Sie das? Ah. Und das sind liegende Jahre. Okay. Und die stehenden Jahre, die schwinden nicht so und bleiben gerade. Mhm. Und die liegenden Jahre, die Schüsseln, sagt man, die werden holt, werden ein bisschen rund, dann ist halt nicht mehr. Okay. Und da passt halt die verdammt auf. Da. Mhm. Der Vogel fliegt rein und man muss darauf achten, dass er rundum auf ist, dass er keine Angst hat, dass er wieder rauskommt, wenn was ist. Wir dürfen nicht zumachen. Ja. Weil sonst kriegt er Panik. Und was würdest du sagen, ist so das ganz Besondere jetzt an euren Vogelhäusern? Warum sind die ganz besonders? Das ist schwierig, mein Gott. Erst einmal, was besonders ist für mich jetzt. Weil erst einmal war das meine Idee. Und da habe ich aber lang gebastelt, fast gebastelt. Ja. Bis er so ist, wie es jetzt sein sollte und wie es jetzt auch ist. Und das ist mein. Und besonders ist halt, das darf ich ja nicht mehr sagen, aber weil sie einfach schön sind, sage ich mal. Ja. Und jedes Haus, was ihr dann hier baut, ist auch einzigartig, oder? Für mich jetzt nicht mehr, weil ich habe schon so viel gemacht. Aber jedes ist ja anders. Keins ist ja genau gleich, oder, am Ende? Alle sind individuell. Am Ende vom Grundriss her sind jetzt die fast alle gleich. Aber wie gesagt, es gibt auch größere, kleinere, geschnitzte. Ich habe auch geschnitzt.
Magst du uns da noch eins zeigen? Ist da noch eins da? Ja, der Ornio, der hat ja Büttel hat. Da hinten ist das Muster. Eine fertige Vogelvilla von Hermann Grobert sieht dann am Ende so aus. Da war ja alles geschnitzt dann, rundum, der Oberbau, das waren drei Häuser aufeinander. Und wie lange dauert es dann, bis dann so ein Haus fertig ist? So wie das war, ein halbes Jahr. Oh, das ist lang. Das ist lang. Und dann kommen die Leute hierher und bringen ein Bild mit und sagen, so stelle ich mir mein Vogelhaus vor und ihr macht es das dann? Oder sagt sie auch, nee, das geht nicht alles? Nein, das wollte ich mal machen. Ja. Aber ich sage, ich habe meinen Stil und den ende ich nicht. Weil ich kann nicht das Vogelhaus noch machen. Ja. Und dann muss ich jetzt mal das anschauen, fotografieren, zeichnen. Das habe ich gesagt, nein. Aber die wollen das kaufen, die kriegen sie. Ich möchte ein schönes Vogelhaus. Schön. Wie ich es mache, ist mein Problem, haben sie gesagt. Ja. Aber sie wollen ein ganz schönes Extrems. Und das ist dann der Balkon um. Ah, schön. Rundum. Toll. Und wie würdest du dann euren Stil hier beschreiben von euren Vogelhäusern? Bauernhausstil. Bauernhausstil. Oberbayerischer Stil. Schön. Passend. Ganz normaler oberbayerischer Stil. Vielen lieben Dank, Hermann, für den Einblick hier in eure Werkstatt. Ja. Das war's hier aus Dietrams Zell, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Morgen wird's dann sportlich mit meiner Kollegin Corinna. Machen Sie's gut.